Mein Name ist Nikolas. Ich bin im dritten Ausbildungsjahr zum Kfz-Mechatroniker. Kfz-Mechatroniker sind in ihrem Arbeitsalltag nicht dauerhaft hohen Geräuschpegeln ausgesetzt. Viele Geräusche, die im Arbeitsleben vorkommen, sehen wir als alltäglich und nicht besonders intensiv an. Dennoch produzieren diese Geräte und Maschinen bei Benutzung Lärm und hohe Schalldruckpegel. Also die typischen Situationen, wo wirklich Lärm entsteht, ist jetzt zum Beispiel, wenn mit einem Schlagschrauber gearbeitet wird oder mit einem Hammer direkt. Oder auch, wenn zum Beispiel ein Reifen neu aufgezogen wird und der dann in die Felge wieder rutscht, dann gibt es schon einen lauten Knall. Oder auch Sachen wie mit dem Winkelschleifer, wenn man die Radnabe säubert. Jede Entstehung von Lärm am Arbeitsplatz ist nicht immer zu vermeiden. Jedoch kann sich jeder vor Lärm und den Folgen schützen. Für den Schutz des Gehörs gibt es verschiedene Gehörschützer. Die drei geläufigsten sind Kapselgehörschützer, Gehörschutzstöpsel und Otoplastiken. Ihre Pegelminderung liegt zwischen 12 und 36 Dezibel. Je nach Lärmquelle ist der passende Gehörschutz mit ausreichender Pegelminderung zu verwenden. Wichtig ist auch die fachgerechte und richtige Anwendung des Gehörschutzes. Ab einem durchschnittlichen Pegel von 80 Dezibel müssen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Gehörschutz zur Verfügung stellen. Ab 85 Dezibel Durchschnittswert besteht Tragepflicht. Oder wenn der Pegel einmalig über 137 Dezibel liegt. Bei uns hier in der Werkstatt hat jeder Kollege in seiner Kiste seinen Gehörschutz. Und ansonsten, wenn man den mal nicht findet, kriegt man auch im Lager neue. Übrigens, es gibt viele Ausreden, keinen Gehörschutz zu tragen. Zum Beispiel, es ist unbequem. Oder, ich komme mir komisch vor. Oder, ich kann meine Kollegen nicht hören. Außer den Vorschriften spricht Folgendes gegen jede Ausrede. Ein Gehörschaden ist unheilbar. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, einen Gehörschutz zu tragen, um meine Ohren zu schützen, damit ich auch noch sehr lange was von meinem Gehör habe. Von wem geht die Initiative aus, am Arbeitsplatz Lärm zu vermeiden und das Gehör zu schützen? Was können Sie konkret tun?